Triops cancriformis bane, die grünen Cancriformis. Triops cancriformis bane finden ihren Ursprung, wie der Name schon sagt, in Spanien. Der Panzer der grünen Cancris ist, ähnlich wie bei anderen Cancriformis-Arten, getigert. Aber im Gegensatz zu Cancriformis Germany, bei denen der Panzer eher ins Schwarze geht, oder wie bei Cancriformis Mallorca, bei denen er eher braun ist, ist er bei dieser Triopsart sehr grün. Im Licht ist es ein wirklich schön leuchtendes Grün. Nach etwa 48 bis 72 Stunden schlüpfen die ersten Triopsnauplien. Es gibt bei dieser Art Weibchen und Männchen. Die Weibchen erkennst du ganz einfach an den zwei Eiersäcken links und rechts hinten unter dem Panzer. Die Männchen haben keine Eiersäcke. Ausgewachsen sind sie nach ungefähr 8 Wochen. Dann liegt ihre Größe in der Regel bei 5 bis 7 cm, inklusive Schwanzgabel. Sie mögen Temperaturen zwischen 22 und 24 Grad und bei liebevoller Haltung kannst du 90 bis 120 Tage Freude an deinen grünen Cancriformis haben. Triops cancriformis bane sind recht einfach zu halten und eignen sich deshalb sehr gut für Anfänger wie auch für Profis. Hole dir jetzt die Uhrzeit in dein Zuhause.